So, mal schnell einen kleinen Health Drops. Und der Weg führt uns hierhin. Ist die andere Tür, durch die kamen wir ja? Okay, cool, cool, cool. Na dann, ist das der Weg. Auf zur Solaranlage, stopp. Ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Ellie, ich bin unterwegs zu den Reflektoren. Ich muss sie manuell ausrichten. Was macht Stross? Sehen Sie doch selbst. Abdrehen. Nein! Nein, nicht wieder die Nadel! Sie müssen mich rauslassen! Ich kann nicht alles verlassen! Stross, was ist los? Ellie! Nee. So, hier vorne ist glaube ich... Au, nein, 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 nein! Hier weg! Oh, wie, wo, ah, ne, ne. Wo ist er? Wie? Ba. Oh nein. Die sind so eklig. Die sind so eklig! Impulsgewehr. So, hier vorne ist alles voll Gas hier, wenn ich hier schießen würde. Oh. Ja, wer zielen kann, ist immer der bessere Schütze. Oh, Babys. Ich hasse Babys. Gleich mal runtergeholt hier. Nice. Einer ist noch irgendwo. Lass mal Energie. So, Freunde, jetzt ist ein paar mit dem E-Bass. Oh. Was? Oh, Scheiße. Ah. So, man hätte ja auch total cool... Ich sagte, man hätte ja auch total cool eigentlich hier diese Zeitlupenkapseln benutzen können. Die blauen da vorne. Aber, wenn man immer so fixiert ist. So, den benutzen wir. Dann können wir das aufnehmen. Alter. Die sind so abartig schnell, die Jungs. Oder Mädchen, wer weiß das schon. Ich möchte jetzt hier nicht falsch gendern. Die Nekromorphinen. Nekromorphinnen. So, okay, was haben wir denn? Textlock haben wir hier. Und Laserkanone. Und Halbleitergold. Und, ah, shit, geile Sachen. Und ich bin voll. Textlock. Persönliches Log, Haus Philips, Aufzeichnungsnummer 497. Sie hassen mich. Sie hassen mich alle. Ich kann sie alle sehen. Sie sind jetzt überall. Hocken da, beobachten mich. Selbst Anti. Sie warten einfach ab, bis der alte Howard Philip endgültig durchdreht. Wie damals, als er die Vögel rausließ und gegen alle Codes und Regeln verstieß. Ihnen zeige ich, wer hier verrückt ist. Was es braucht, um hier rauszukommen.
Sie müssen hier noch kommen, was? Sie müssen hier hochkommen und all dieses Blut wegmachen und was für Regeln werden die dann aufstellen? Gegen die werde ich auch verstoßen. Ich werde mich etwas hinlegen. Ich fühle mich nicht so gut. okay. Ja, jetzt ist ein bisschen durchgedreht, der Junge. Das kann passieren, hör mal. Das passiert halt. So, okay. Das werde ich noch nehmen. Was haben wir denn überhaupt? Den Rubin-Halbleiter, das ist natürlich sehr geil. Schema für die Laserkanone, Halbleiter Gold. Es ist mal wieder schwierig. Es ist mal wieder sehr schwierig. So, was können wir denn? Hauen wir mal hier. Sucherprojektile hauen wir mal weg. Ich hoffe, dass man dafür jetzt nicht so viel bekommt. Und von mir aus einmal die. Und dann haben wir die elementarsten Sachen einfach mit eingepackt. Stasepack brauchen wir jetzt nicht. Okay. Sehr, sehr nice. Könnten wir noch safen. Das machen wir jetzt aber nicht. Verwegener Teufelskerl, wie ich bin. So, dann machen wir kurz mal hier die Tür packen. So, willkommen bei Watch Dogs. Solaranlagensteuerung. I'm coming. Also, nämlich paranoid, aber ich glaube, das wirkt sehr, sehr, sehr gefährlich auf mich, dieser Gang. Es kann nicht einfach nur eine Beleuchtung sein. Es muss ein Resident Evil Laserflur sein, wahrscheinlich. Wie macht man das? Wie behält man das alles in seinem Inneren, dass das Gesicht nicht die Schmerzen verrät? Niemand wird je die Schuld erahnen, die du verspürst, nur die dunklen Gedanken erfahren, die du für dich behältst. Oh je. Ich glaube, ich muss gleich ballern, wenn ich diesen Sitz da vorne sehe. Ich glaube wirklich. Das ist da, glaube ich, hier so ein Sitz für so eine Laserkanone. Die ich nicht kenne, irgendwie in Teil 1 war schon mal so eine Sequenz. Da kann jetzt mal was ausploppen. Ich glaube, ich habe gerade ausploppen gesagt. Zu viel Necromorphs. Zu viel Necromorphs hier. Oh, okay. Alles klar. Denn wird... Fuck ist es. Fuck ist es. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh. Oh. Oh, okay. Wo müssen wir denn hin? Da oben müssen wir hin. Ja. Okay, Ellie, scheinbar sind zwei Reflektoren falsch ausgerichtet. Wie hält er sich? Er hyperventiliert nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält. War klar, dass er mich aufhalten würde. Mit Stross würden auch meine Chancen sterben, den Marker zu zerstören. Halten Sie ihn am Leben und bringen Sie ihn zu den Paneelen. Okay, ich glaube, wir... Nein. Wir müssen uns mal langsam ein bisschen Luft holen. Obwohl, ist noch eigentlich ganz gut da. Das piept schon so verdächtig. Die zweite Kiste hin. So, kurz mal ein bisschen Luft geholt. So, der hier hinten sieht auch ein bisschen ganz weit weg aus. Ja, das sind auch schon so coole kleine Elemente, die jetzt noch mit drin sind, die das jetzt halt, die dich mal so ein bisschen so aus dieser klassischen Zwangsjacke rausholen. Was? Wer? Wie? Wo? Zwangsjacke wie jetzt ist natürlich total... Ach du Scheiße, was ist denn das? Oh. Oh, ah.
Oh. So, ist mal gut jetzt hier, oder was? So. Ist der Schnorchel tot? Der Schnorchel ist tot. So, das hat mich jetzt natürlich ganz schön gekostet. So, dann richten wir mal schnell aus. Müssen wir die jetzt alle ineinander? Oder wie ist jetzt der große Plan? Tatsächlich muss ich mich mal ganz kurz hier ein bisschen orientieren eigentlich, ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht, wie ich die jetzt ausrichten soll. So, aber vorher, Utu, can do. Na, und flump. Ja, die ist natürlich voll. So, okay, wohin? Wahrscheinlich ist das der erste, den wir ausrichten müssen. Oder vielleicht war mir an den schon dran, ich weiß es jetzt ja nicht. Ah, it's so complicated. It's so complicated. Eigentlich ist es das nicht. Ja, was ich sagen wollte, also das reißt sich so ein bisschen so aus diesem Korsett des Gameplays raus. Weil du halt einfach... Okay, der ist also fest ausgerichtet, ich wette. Weil du jetzt einfach mal dieses sich im freien Raum 3D bewegen irgendwie und jetzt halt nicht nur einfach nur in normaler Schwerelosigkeit, wie es ja bei Teil 1 schon der Fall war. Was nuscheln wir? Ist hier schon wieder irgendwo so ein Vieh? Hier ist nochmal Luft. Ding, ding. So, gut. Hier hatte ich jetzt nur gerade festgestellt, hier kann ich nichts verändern. Die sind eigentlich auch ganz gut angeleuchtet. Der hängt mal so auf 7:30 irgendwie. Aber die Frage ist, was muss ich denn ausleuchten? Ich brauche da hier jetzt hier mal irgendwo einen Fixpunkt. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt die Abdeckungen zu öffnen. Sloth, helfen Sie mir mal. Er wird mir wehtun, ich bin nicht stark genug. Ich verspreche, ich schütze Sie. Nur kommen Sie her und helfen Sie mir. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Oh mein Gott. Da sind Tausende von denen. Sie strömen auseinander. Ellie, verschwinden Sie da. Oh Gott, Sie kommen hierher. Laufen Sie weg hier. Ellie. Kommen! Ellie! Ellie! Scheiße! Okay, ist... Der muss noch. Der muss noch. Der ist noch nicht richtig. So, diesmal hier mal schnell hin. Schabidu, 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 dum, dum, dum. So, okay. Und... So. Aha. Das sieht doch ganz gut aus. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Hätte ich das nicht machen sollen? Oh Gott. Scheiße, Isaac. Ellie, alles in Ordnung? Nein. Ellie, wir haben uns gerade noch in Sicherheit bringen können. Sie glaubt? Isaac, die Viecher sind immer noch zum Transitknoten unterwegs. Sie zerstören alles, was ihnen in die Quere kommt. Scheiße, sie schneiden uns den Weg ab. Gehen Sie zum Knoten, wir treffen uns dort. So, wo müssen wir denn? Ich muss da hoch. Aha. Da, wo es so komisch blinkt. Mitten in dem leuchtenden Meer aus Solarenergie. Da muss man hin. Okay. Zack. Nein. Na los. Komm, Junge. Komm, ihr Ballit. Oh.
Ja, das ist jetzt kein elegantes Gameplay. Sag einfach nur hingerettet. So, jetzt machen wir auf das Ding. So. Austritt Schwerelosigkeit. Ellie, kommen! Isaac, wir müssen den Regierungssektor durchquert haben, bevor sie uns abschneiden. Sie werden es nicht rechtzeitig herunterschaffen. Ich werde da sein! Ich werde da sein! Aha, jetzt ist los. Instabilität in der Ausrichtung der Anlage entdeckt. Schleudersitze werden initialisiert. Oh, scheiße. Schleudersitz? Oh, ist der Dude überlegt, Kumpel? Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Windschutzscheibe. Windschutzscheibe. Okay, alles klar. Wir müssen natürlich jetzt den Trümmerteilen ausweichen. Das habe ich jetzt gerade viel zu spät gerafft. Aber das ist ja finster. So ein Schleudersitz. Warum? Wer baut denn sowas? Wofür? Ignition! So, okay, alles klar. Gut. Na, dann wollen wir mal. Oh, oh Gott. Oh Gott. Es ist groß. Es ist groß. Ah, ah. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Oh Gott. Wo? Wie? Wo? Oh. Ach. Ach, verdammt. Und wieder nur ein Fleck auf der Windschutzscheibe geworden. Jetzt wird's was. So, ach, ist das schön. Okay. Das ist schon wirklich krass. Das ist so krass gemacht. Okay, den kann ich doch irgendwie, muss ich doch irgendwie ausweichen. Was ist denn das für ein Scheiß? Na, sag mal. Das ist so ein Kack. Jetzt dran vorbei. Sensationell. Sensationell. Vielleicht sollte ich mal kurz gucken, wo ich hier jetzt... Alter. Landen, Junge. Aber Iron Man mäßig, inklusive Superheldenlandung, Freunde. Na, also dicker Eier kann man doch ja nicht mehr haben. Oder Eierstöcke, wie man es halt nennt.